geschlossenen Sinnes erwachte ich in der Erde, kroch aus dem Loch an erstes Licht. In grauem Weiß krönend klaffende Leere verlor ich Raum und Zeit. Die zeitlose Schwebe des Zustandes zwingt uns in den Konjunktiv, und solche Ungenauigkeit hat stets nur begrenzten Raum und verworrene Zeit in einer Erzählung. Was also ist sicher? Sicher ist, historisch verbirgt gar, dass ein Mann namens Heinrich einmal mit seiner Frau einem Konzert beiwohnte. Und dass er dieses Konzert, getrieben vom Ausbruch von allerlei Gewalttätigkeiten und von ästhetischem Unverständnis, frühzeitig verlassen muss. Wen er jedoch danach getroffen hat und welche Reisen er aus beruflichen Gründen in den Wochen danach unternommen hat, kann nicht festgestellt werden. Das führt uns zurück zum Vielleicht. Deshalb soll dem Konzertbesucher Heinrich hier nicht weiter gefolgt werden. Stattdessen folgen wir den Eisbahnschienen, die es nicht mehr gibt. Die nämlich folgen dem Ist und nicht dem Wäre. Sie verlassen die Betonwüste Wiens. Sie verlaufen durch die Zukunft, die klare Zeit, die eine Richtung und eine Dichte hat, welche gleichmäßig über alle Dimensionen verteilt, nur eine Möglichkeit erlaubt. Vor sich konstruktiv Realität hinzufügt und hinter sich destruktiv auflöst. Die Zukunft insistiert und ist langweilig. In ihrer Ungeformtheit erhebt sie sich der Erzählung. Und wir treiben sie nun also an Bord einer See über Geröll und widersinnige Flora walzenden Dresine, die sie, und ich bedanke mich hierbei für ihre Mithilfe, für mich schieben vor uns her. Es geht voran, so langsam unser Gefährt sich auch bewegt. Und ich kann leicht erhöht weitersehen. Die Wand der Zukunft beim Rückzug von meinem Blick verfolgen. Und ich kann in der Gegenwart einem Zug Richtung München folgen, der hier einmal vorbeigekommen sein soll. Man kann noch erkennen, wo die Gleise gelegen haben. Und gewiss wünschen wir uns alle, sie legen noch. In dem Moment verlasse ich mich aber auf ihre Körperkraft. Vielleicht sind wir stark genug, um aufzuholen. Ansonsten muss ich wohl versuchen, die Geschehnisse auf bestmögliche Art und Weise anhand der vorhandenen Informationen wiederzugeben, wobei wir uns im Konjunktiv in dem Tod wiederfinden. Ich kroch durch brennend neue Nacht. Ein Abbild im Abbild gefangen. Gefräßiger Bandwurm hält ewige Wacht, denn Herrschaft muss Herrschaft verlangen. Der Knoten ist gelöst. Die Geistergeschichte aufgetrennt und zerfleddert. In alle Richtungen wiegt der Wind die einzelnen Fasern, treibt die Menschen auseinander, fährt den einen tiefer in die Welt, verbannt den anderen daraus. Aus den freischwebenden Strängen des Seils lässt sich nicht mehr erfahren. Sie können Ihre Sachen packen, nehmen Sie nur leichtes Gepäck. Schauen Sie sich das Haus, das heute unser Hotel war, noch einmal gut an. Nehmen Sie eine Runde durch die Flure. Ich bezweifle, dass wir noch einmal hierher zurückkehren werden. Ich lege Ihnen, die Sie mir so geduldig um alle Ecken und Kanten gefolgt sind und die Sie mich so ausdauernd geschoben haben, wenn Sie auch nicht die Kraft besaßen, uns voranzubringen, alles offen. Jeden Hinweis, jede Brotkrume, die der Reisende hinter sich in den Weg gestreut oder versehentlich verloren hat. Denn ich kenne den Weg bereits und es gibt selbst für uns Herren der Welt keinen Grund, Zeit zu verschwenden.